Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Letzte Woche haben wir über den Tag vor dem Wettkampf geredet. Heute reden wir über den Tag nach dem Wettkampf. Auch hier gibt es einige Dinge zu beachten, damit du möglichst schnell wieder in den normalen Trainingsrhythmus einsteigen kannst und den Wettkampf gut verdauen kannst. Ich würde sagen, wir reden gar nicht viel herum, wir fangen gleich an. Viel Spaß! Auf den Wettkampf hast du hintrainiert. Du hast dich beim Wettkampf verausgabt, dann kannst du dir am Tag nach dem Wettkampf auch gerne mal einen Ruhetag gönnen. Du brauchst nicht unbedingt wieder gleich eine Trainingseinheit machen. Entspann dich einfach an diesem Tag und schau, dass sich dein ganzer Körper, deine Muskulatur, deine Gelenke erholen können. Einfach mal den Tag entspannen, vielleicht irgendwo einfach hinlegen, in die Badewanne legen und einfach nicht allzu viel machen, damit sich, wie gesagt, der ganze Körper gut erholen kann. Vor dem Wettkampf schaust du ja, dass du Sachen isst, die einerseits vielleicht die Speicher auffüllen und andererseits aber auch nicht im Magen liegen, damit du bei dem Wettkampf keine Probleme hast. Das Essen ist aber genauso wichtig auch nach dem Wettkampf, weil natürlich sind all deine Speicher, Energiereserven aufgebraucht und du möchtest schnell wieder dazu beitragen, dass dein Körper mit voller Energie die Regeneration starten kann. Deshalb solltest du auch nach dem Wettkampf gut essen, natürlich nicht nur zum Mäcki gehen, sondern eben wieder ausgewogen ernähren, schauen, dass du von allem etwas dabei hast und dann wirst du sehen, dass die Regeneration auf alle Fälle besser geht und das Gute nach dem Wettkampf, du kannst dir vielleicht auch mal eine Portion mehr gönnen. Vielleicht taugen dir auch andere Sportarten, dann eignet sich der Tag nach dem Wettkampf optimal dafür, einmal etwas anderes zu machen. Du kannst einfach Radfahren gehen oder vielleicht einfach mit der Familie einen Spaziergang machen oder schwimmen gehen. Alternativsportarten, die dich nicht komplett wieder auspowern, eignen sich am Tag nach dem Wettkampf ziemlich gut, wenn sie normalerweise vielleicht eher weniger in deinen Trainingsplan passen. Um die Regeneration noch ein bisschen voranzutreiben, kannst du noch ein paar Maßnahmen ergreifen, um da positiv beizusteuern. Einerseits kannst du zum Beispiel dehnen, andererseits kannst du dich massieren lassen, kannst versuchen mit zu Sportcremen, die Muskulatur aufzulockern, kannst zum Beispiel in die Badewanne gehen oder kannst aber auch einfach versuchen, etwas länger zu schlafen. Das heißt, wenn du sonst eh immer weniger Schlaf hast, gönn dir doch mal 1-2 Stunden mehr. Das schadet deinem Körper gar nicht, du kannst ausschlafen und wenn du dann zum Beispiel nur leicht spazieren gehst, danach eine kleine Dehnrunde machst, kalt-warm duschst zum Beispiel, dann wirst du die Regeneration voranbringen und dann kannst du in absehbarer Zeit auch wieder ins Training einsteigen. Fühlst du dich nach 1-2 Tagen Pause wieder recht fit und bereit dafür, wieder eine Trainingseinheit zu starten, dann solltest du eher langsam anfangen. Das heißt, nicht mit der härtesten Intervalleinheit, die sich auf deinem Trainingsplan finden lässt, sondern vielleicht einfach mit einem Dauerlauf. Im Groben und Ganzen kann man sagen, hör einfach auf deinem Körper, weil der signalisiert dir doch sowieso am besten, wie er sich fühlt und ob er schon wieder bereit ist und vor allem für welche Trainings er schon wieder bereit ist. Das waren ein paar Tipps, die wir nach einem Wettkampf umsetzen und uns wesentlich weiterhelfen. Wie schon beim Video der Tag vor dem Wettkampf, gibt es auch am Tag nach dem Wettkampf nicht die eine richtige und einzige Variante. Du brauchst vielleicht 3-4 Wettkämpfe, um herauszufinden, was du nach dem Wettkampf machen kannst, damit das beste, optimale Ergebnis für dich rausschaut und du am schnellsten wieder fit wirst. Das Wichtigste ist, dass du beim Wettkampf und vor allem auch danach wieder beim Training Spaß hast. Genau. Und wenn du dann alles mal für dich herausgefunden hast, an den kleinen Stellschrauben herumschraubst, dann wirst du sehen, du wirst einfach auch viel schneller wieder ins Training einsteigen können und dadurch einen Mehrwert haben, weil du zum Beispiel einen ganzen Tag gewinnst, wo du schon wieder effizienter trainieren kannst. Und wenn das alles optimal hinhaut, dann sehen wir uns wieder nächste Woche beim nächsten Video. Bis dahin, viel Spaß beim Laufen!